Mein Name ist Nathalie Schweimer. Ich bin Projektleiterin für das Projekt S6 von Bad Vilbel nach Frankfurt-West und ich betreue das Projekt zusammen mit Herrn Erath und dem Herrn Mercep. Wir sind heute in unserer BE in Frankfurt-Berkersheim. Wir haben mal hier das Streckenband abgebildet. Unsere BE befindet sich circa in der Mitte von einem Baufeld und die gesamte Strecke ist circa 13 Kilometer lang. Den Projektzuschlag hat das Baubüro Südwest Ettlingen Ende 2019 bekommen. Und ab dem Tag musste mit der Planung fleißig losgelegt werden. Der Planungskoordinator und der Planungsleiter ist der Herr Flatzek. Das Projekt besteht aus zwei Losen. Einmal dem Los 1, das geht von Bad Vilbel bis nach Frankfurter Berg. Das wird geplant von dem Herrn Wagner und dem Herrn Hernandez aus Bochum. Und das Los 2, was von Frankfurter Berg bis nach Frankfurt-West geht, wird geplant von dem Herrn Mucher und der Frau Nielsen aus Dresden. Die Bauzeit von dem Projekt ist angesetzt bis Dezember 2023. Grundlegend werden bei dem Projekt zwei neue S-Bahn-Gleise gebaut für die S-Bahn-Linie S6. Und in dem Zusammenhang haben wir 6 Bauphasen mit insgesamt 33 Bauzwischenzuständen. Das beinhaltet vor allem Baufeldfreimachungen, weil der komplette Um- und Neubau unter rollendem Rad vollzogen wird. In der Regel wird ganz normal in Sperrpausen und gleichzeitig unterm rollenden Rad die Arbeiten erledigt. An dem Wochenende haben wir sozusagen eine Besonderheit. Wir haben eine Totalsperrung von Freitagabend bis Montag früh. Da haben wir uns dann heute in dem Zug, also wir sind mit mehreren Bauspitzen draußen, insgesamt 7 Stück. Und wir haben uns heute einmal die Arbeiten in Frankfurter Berg angeguckt. Das ist relativ baufeldmittig. Und wir haben heute unter der Brücke L3000 doppelten Fahrdraht gezogen, da die Brücke eine sehr geringe lichte Höhe hat und man nicht regelkonform den Fahrdraht bauen konnte. Im zweiten Zug waren wir in Frankfurt-Ginnheim. Da war eigentlich vorgesehen, dass wir mit einem Hubschrauber die Masten stellen, weil dort die Gegebenheiten relativ eng sind und man mit dem Hubschrauber einfach in kürzerer Zeit mehr Masten stellen konnte. Leider aufgrund von Corona durften unsere Hubschrauberpiloten, die aus Österreich und Schweiz kommen, leider nicht einreisen bzw. hätten in Quarantäne gemusst. Und deswegen werden wir die Masten jetzt herkömmlich stellen. Eine weitere Besonderheit hier auf unserer Baustelle ist, dass wir eine großzügige BE einrichten konnten, inklusive 20 Schlafplätze für die Monteure. Wir haben auch natürlich Küchen eingebaut, unsere Büros von der Projektleitung sind hier mit integriert und natürlich auch die Büros von den Obermonteuren. Damit wir unser ganzes Material unterbringen können, haben wir uns auch eine schöne Materialhalle aufbauen lassen. Eine große Herausforderung bei dem Projekt ist der Umbau des Bahnhofs Bad Vilbels. In dem gesamten Bahnhof sind aktuell noch Querfelder vorhanden, die über die gesamten Gleise im Bahnhof verlaufen. Die müssen wir alle auflösen. Das Auflösen erfolgt entweder in Totalsperrung am Wochenende, da haben wir allerdings nur 7 Stück. Und ansonsten muss der Umbau in Sperrpausen von 3 Stunden realisiert werden. Der Umbau beginnt dieses Jahr im Mai und wird circa enden 2022.